Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Wiedereinstieg im Radsporttraining nach Krankheit. Dabei wollen wir unterscheiden einmal ja krankheitsbedingt durch beispielsweise einen viralen Infekt oder eine Erkältung und auf der anderen Seite krankheitsbedingt oder eher verletzungsbedingt durch ja Einfluss von stumpfer Gewalt, durch einen Crash beispielsweise oder einem Unfall. Darum geht es im heutigen Video und ich erkläre euch, wie ihr dann wieder zurück auf die Spur kommt. Es ist schnell passiert, draußen wird es ein wenig kühler und ganz schnell ist die Erkältung da, der virale Infekt. Man hängt zu Hause, Schnupfen, Husten und kann nicht am Training teilnehmen, kann sein Training nicht entsprechend abspulen. Das geht super schnell und wie der richtige Wiedereinstieg ins Training erfolgt, ist unglaublich wichtig. Denn wir wollen natürlich nicht, dass die nächste Erkältung sofort nach 14 Tagen wieder da ist, sondern wir wollen, dass wenn wir ausgeruht sind, möglichst stabil und infektfrei, dann weiter das Training absolvieren können. Ganz, ganz wichtig hier als Anmerkung, ich bin kein Arzt, ich bin Sportwissenschaftler, also dieses Video dient nur als Ergänzung zu dem Besuch beim Arzt natürlich. Da sollte man immer alles entsprechend abklären lassen, um da auf der sicheren Seite zu sein. Mit meinen Tipps aber kannst du dann ja erfolgreich und relativ schnell auch wieder in das Training einsteigen. Außerdem wollen wir auch darauf eingehen, wie schnell du im Prinzip Leistungsvermögen verlierst und wie groß dieser Effekt eigentlich ist. Ich kenne das von meinen eigenen Athleten und Athletinnen, da ist immer die Angst sehr, sehr groß, dass sehr schnell Formverlust einhergeht. Das passiert tatsächlich auch, aber pendelt sich ein. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Grundsätzlich, wenn man beispielsweise erkältet ist oder ja Infektsymptome aufweist, das heißt eine laufende Nase hat oder beispielsweise auch Fieber. Bei Fieber sowieso der Tipp, immer den Arzt aufsuchen, denn da ist nicht zu spaßen, wenn die Körperkerntemperatur über einen längeren Zeitraum steigt, ist das absolut ungesund. Das heißt, da bei Fieber auf jeden Fall zum Arzt gehen. Wenn man jetzt eine leichte virale Erkältung hat, belegte Stimme beispielsweise oder ja farbigen Auswurf, wenn man sich räuspern muss, dann ist auf jeden Fall an allererster Stelle Ruhe angesagt. Es gibt so ein paar Hausmittel, die man dann anwenden kann, um die Erkältungszeit, um diese Erkältungsphase immer ja etwas zu reduzieren. Meine Oma hat beispielsweise immer gesagt, die Erkältung dauert eine Woche oder 7 Tage. Na, also da sieht man schon, es gibt da keinen genauen Ablauf. Das ist von Sportler zu Sportler, von Mensch zu Mensch einfach auch völlig unterschiedlich. Wichtig ist aber an erster Stelle Ruhe. Und an zweiter Stelle die richtige Ernährung. Als Ernährungstipp hier schon mal zwischendurch Ingwer, dann etwas hochdosiert Zink, auch da in Absprache immer bitte mit dem Arzt. Und natürlich unglaublich viel Flüssigkeit. Flüssigkeit in Form von Wasser, von Tee. Man kann auch beispielsweise in der Erkältungszeit isotonische Getränke, die man sonst auf dem Rad im Training zu sich nimmt, auch die kann man nehmen, denn wir verlieren ja auch, ja gerade wenn wir erkältet sind, vielleicht auch erhöhte Körpertemperatur haben, auch da wieder viel, viel Schweiß und Flüssigkeit und können das dementsprechend mit den Mineralstoffen super wieder ausgleichen. Hier auch darauf achten, in der Erkältungszeit, wenn man auch krank ist, braucht der Körper vermehrt Energie. Das heißt, wir sollten auch unsere Kohlenhydratzufuhr nach oben schrauben und etwas mehr Kohlenhydrate beispielsweise aufnehmen. Wenn man verletzt ist, ist das eher was anderes. Wenn ich jetzt eine Verletzung habe durch stumpfe Einwirkung, beispielsweise ich bin gestürzt, habe einen Schlüsselbeinbruch oder irgendwas, dann ist immer die Problematik so ein bisschen, man fühlt sich nicht so matschig wie bei einer Erkältung, nicht so schlapp und erschöpft, aber man kann natürlich seine Muskeln, Sehnen, Gelenke, je nachdem was passiert ist, großer Bruch beispielsweise, Kapselriss, was auch immer, kann man natürlich dann den Bewegungsapparat nicht so gut belasten. Das heißt, wir müssen hier unterscheiden, bei der normalen Erkältung ist es eher das Herz-Kreislauf-System vor allem, was darunter zu leiden hat. Und bei einer stumpfen Gewalteinwirkung ist es eher der Bewegungsapparat, sprich der Muskelapparat, der dort dann beeinträchtigt ist. Verletzungen sind vielfältig und Verletzungen haben auch, wie das so ist, auch mit der Erkältung, unterschiedliche Verweildauern. Es gibt Verletzungen, da muss man länger als ein halbes Jahr dran, muss man sich auskurieren. Das dauert sehr, sehr lange. Und es gibt Verletzungen, da kann man beispielsweise schon nach wenigen Tagen wieder mit dem Training einsteigen.
Um jetzt herauszufinden, was so wirklich passiert, kann man sich natürlich verschiedene Parameter anschauen. Ich habe bei meinen Athleten mal gecheckt, wie sich der CTL-Wert zum Beispiel verändert. Der CTL-Wert, die chronische Trainingsladung, gibt ja auch so einen gewissen Aufschluss darüber, wie die persönliche eigene Form ist. Und da kann man sehr, sehr gut ableiten, wie viel in welcher Zeit verloren geht. Und was man sagen muss, logischerweise, dass ab Tag 1 ohne Training der Körper anfängt abzubauen. Es fehlt der entsprechende Reiz und dann geht das auch schon los. Kritisch wird es allerdings erst nach 14 Tagen. Das heißt, wenn 14 Tage lang keine Trainingsbelastung stattfand, dann ja, es ist die Auswirkung vor allem auch muskulär deutlich größer. Ihr kennt das aus meiner Empfehlung für die Saisonpause. Da empfehlen wir ja immer so zwischen 14 Tagen bis 4 Wochen auszusetzen, dem Körper etwas Ruhe zu geben. Und dementsprechend kann man den gleichen Effekt eigentlich auch sehen bei einer Erkältung oder bei einer Verletzung. 14 Tage ist da der kritische Moment. Das heißt, solange wir es schaffen, innerhalb dieser 14 Tage irgendwie Bewegung beispielsweise noch mit einzubringen, ist der Abfall nicht so stark. Was Fakt ist, so hart wie das klingt, aber ab Tag 1 ohne Training wird wahrscheinlich relativ zügig beispielsweise die Herzfrequenz ansteigen. Bei normalen Belastungen wird die Herzfrequenz höher sein als ja im trainierten Zustand. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr dann wieder fit seid und wieder das Training absolviert, dass die Herzfrequenz wahrscheinlich etwas höher ist in den einzelnen Trainingsbereichen als in der Zeit, wo ihr voll im Saft wart und voll im Training wagt. Genauso wie die Herzfrequenz steigt, sinkt leider auch ein wichtiger und entscheidender Wert, und zwar die VO2 Max. Ab Tag 1 ohne Training im Prinzip kann man sagen, sinkt die VO2 Max am Anfang auch exponentiell und nach 14 Tagen ungefähr, ich blende dazu auch gleich nochmal eine Grafik ein, nach 14 Tagen ungefähr sinkt dann linear die VO2 Max weiter. Das heißt, der Abbau ist am Anfang sehr, sehr groß und pendelt sich dann langsam ein. Es gibt da eine tolle Studie aus den 90ern, da wurde das analysiert, wie groß da der Verlust ist. Und da konnte man festhalten, dass nach circa 12 Wochen 15% die VO2 Max nach dem Ausgangswert gesunken ist. Jetzt haben wir natürlich das Ziel, dementsprechend auch ein bisschen gegenzuwirken. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und zwar ist das so, dass wir versuchen sollten, so viel Bewegung wie möglich zu integrieren. In dem Maße, wo das möglich ist. Ihr kennt das, wenn ihr erkältet seid, da sind meistens die ersten 3 bis 4 Tage eine absolute Katastrophe. Man verbringt viel, viel Zeit auf der Couch und ja, ruht sich aus, versucht dem Körper irgendwie wieder Energie zu geben, um in den Rhythmus zu kommen. Genauso ist das auch bei einer Verletzung. Manche müssen verletzungsbedingt auch ins Krankenhaus, haben dann gewisse Tage auch einen Krankenhausaufenthalt. Da funktioniert das nicht so gut. Aber sobald es euch wieder gut geht, solltet ihr mit leichten Bewegungen anfangen. Und diese leichten Bewegungen können zum Beispiel Spaziergänge sein. Ihr werdet merken, dass die Zeit an der frischen Luft, und auch da unterschiedlich von Mensch zu Mensch, der eine braucht 30 Minuten Bewegung und ist danach schon völlig K.O., andere können sich auch mal eine Stunde bewegen, aber das tut euch unglaublich gut und hilft auch dabei, dem Abbau der Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und gleichzeitig auch wieder den Grundstein zu legen und die ersten Elemente für den Wiederaufbau. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht, eins von mir persönlich selber, da geht es eher um das Thema Infekt. Ich hatte auch 3,5 Wochen circa kein Training, hatte nicht die Möglichkeit zu trainieren. In der ersten Phase war das berufsbedingt. Ich hatte einfach unglaublich viel zu tun, viele Trainingspläne schreiben, war viel unterwegs, viele neue Konzepte auch für das kommende Jahr erstellt. Und da fehlte mir so ein bisschen die Zeit fürs Training. Als ich dann wieder loslegen wollte, hat mich, wie das dann so ist, der Infekt erwischt. Lockerer viraler Infekt, das war alles oberhalb ja, des Halses, also eher im Rachenbereich, nicht tiefer. Also ich wusste schon, okay, das ist jetzt was wahrscheinlich von kurzer Dauer. Ging dann einher mit Husten und ja, der laufenden Nase, wie das dann so ist. Und ich habe dann schon nach 2, 3 Tagen gemerkt, dass es mir wieder etwas besser ging. Ich habe natürlich alle Aktivitäten runtergefahren. Ich habe im Büro nur noch das Nötigste gemacht, um dem Körper ausreichend Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Und habe dann in meinem Fall angefangen mit kleineren Spaziergängen. Das ging los bei 30 Minuten und war dann nachher schon in Woche 2, wo ich wusste, okay, ich bin schon wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber es ist noch nicht alles perfekt, sodass ich mich im Radsporttraining beispielsweise belasten kann oder beim Laufen. Da habe ich dann größere Wanderungen eingebaut und war so immer zwischen 2 bis 3 Stunden draußen aktiv.
Fiel mir natürlich unglaublich schwer, weil das Wetter auch wirklich, wirklich gut war. Also man hätte auch getrost 4 bis 5 Stunden auf dem Rad verbringen können. Ging aber nicht und da muss man wirklich auch Vorsicht walten lassen, dass man da ja den Körper nicht überfordert und ja dementsprechend langsam den Aufbau wieder startet, um vor allem Entzündungen im Herzraum zu vermeiden und dann dem Körper die Möglichkeit geben, sich A zu erholen und dann langsam wieder aufzubauen. Nachdem ich dann die erste Zeit ja mit Spaziergängen gemacht habe, bin ich dann ungefähr 14 Tage nach Ende der Erkältung, also wo ich dann wieder symptomfrei war, habe ich wieder mit leichtem Radsporttraining begonnen. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, Umfang vor Intensität. Ihr solltet also, wenn ihr wieder mit dem Training einsteigt, nicht sofort mit Intensitäten starten, sondern solltet im ersten Step erstmal wieder an eurer Grundlage arbeiten und im ruhigen Ausdauerbereich, ich sage mal L1 und L2, da die Hauptzeit des Trainings absolvieren. Weitere 14 Tage später könnt ihr dann langsam wieder mit Intervallen starten. Bitte nicht gleich die ganz extremen Intervalle, VO2 Max, Sprints, alles jenseits der 110% bitte vermeiden, sondern eher im Schwellenbereich, im Sweet Spot Bereich arbeiten und da langsam wieder auch eure Intensität steigern. Wichtig nochmal, Umfang vor Intensität. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir halt die Phase, wo der Körper ja noch erschöpft ist, noch nicht wieder bei seiner vollen Leistungsfähigkeit ist, dass wir ihn da nicht überfordern. Denn die Gefahr ist dann sehr, sehr groß, dass natürlich gleich der nächste Infekt im Haus steht, weil natürlich ja der Körper noch eine gewisse Erschöpfung hat vom ersten Infekt. Und wenn dann das Training zu hart ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Körper dann wieder ja anfällig wird für gewisse Infektionskrankheiten und dann ratzfatz ist die nächste Erkältung da. Jetzt kommt ein Beispiel von einem Athleten von mir aus dem Coaching. Da gab es einen Kapselriss in der Hand. Klingt jetzt erstmal nicht dramatisch oder klingt nicht danach, dass es große Einwirkungen auf das Radsporttraining hat. Hat es aber. Denn man muss bedenken, die Hand ist unser Arbeitswerkzeug Nummer 1. Die haben wir jeden Tag im Einsatz, nicht nur beim Training, sondern auch im Alltag. Und da muss man natürlich besonders Vorsicht walten lassen, damit alles entsprechend auch wieder zusammenwachsen kann. Und man muss auch da der Hand die Chance geben, wieder die Strukturen aufzubauen. Da ist es häufig so, dass in den ersten Tagen, bei meinem Athleten waren es jetzt 14 Tage vom Arzt verschrieben, gar keine Bewegung stattfand. Das heißt, die Hand musste unbedingt unter allen Umständen ja ruhen, durfte nicht belastet werden, auch nicht im Alltag belastet werden, um einfach der Hand die Chance zu geben, entsprechend wieder zusammenzuwachsen und da die nötige Stabilität reinzubringen. Vom Arzt prognostiziert war eine Sportpause von 3 bis 4 Monaten beziehungsweise reduzierte Belastung. Nach 3 bis 4 Monaten war die Prognose, sollte die Hand wieder vollständig einsatzbereit und funktionsfähig sein. Wir hatten also 14 Tage komplette Ruhe in Ergänzung mit Physiotherapie und auch in der Zeit fanden keine großen Spaziergänge statt. Natürlich gab es Aktivität im Alltag, aber jetzt nicht mit einer dreistündigen Wanderung, sondern eher in dem Bereich von 30 bis 45 Minuten Belastung. Natürlich kribbelt es, natürlich fühlt man sich gut, vor allem herz-kreislauf-mäßig, möchte das Training starten. Kann es aber nicht, weil man durch die Verletzung ja doch sehr, sehr stark gehandicapt ist. Da war das dann so, in dem Fall, dass wir dann mit lockerem Rollentraining wieder gestartet sind. Das heißt, Rücksprache mit dem Arzt, Rollentraining gestartet. Man muss dazu sagen, der Athlet, Marathonfahrer, hat schon seine 12 bis 14 Stunden Training pro Woche abgespult in der Vergangenheit. Das ist natürlich unglaublich schwer und der Athlet vergleicht sich dann auch mit seinen Werten vor dem Unfall. Problem dabei ist, wir haben natürlich durch diese lange Pausenzeit einen großen, enormen Abbau der, ja, habe ich euch eben gerade ja schon gesagt, der VO2 Max beispielsweise. Auch die Herzfrequenz ist entsprechend höher. Und auch hier war dann unser Plan, dass wir langsam gestartet sind auf der Rolle, 30 Minuten, 45 Minuten. Und das Maximum war dann am Anfang tatsächlich nur eine Stunde. Die erste längere Tour fand dann nach 8 Wochen statt. Und zwar wo war die Hand dann so weit belastbar auch, dass wieder draußen gefahren wurde. Und dann gab es nach 8 Wochen circa, gab es dann eine dreistündige Ausdauerfahrt. Und ja, da fand dann die erste Belastung statt. Von den Umfängen her reden wir hier gerade am Anfang von 3, maximal 4 Einheiten a 30 bis 45 Minuten in der Woche. Das ist dann natürlich für einen Athleten, der von 12, 14 Stunden kommt, ja eine unglaubliche Herausforderung, weil man kennt sein Trainingspensum, man möchte dementsprechend auch seine Leistung abrufen und weiter aufbauen. Und da
ist es dann doch sehr, sehr schwer, sich da zurückzunehmen und dementsprechend langsam das Ganze wieder aufzubauen. Wir sind aber dabei auf einem guten Weg. Der Fortschritt ist erkennbar und wir werden diese 3 bis 4 Monate werden wir gut einhalten können, um da wieder dementsprechend den Aufbau zu machen. In der Zeit des Aufbaus findet eigentlich auch wenig bis gar kein spezifisches Training statt. Das heißt, sowohl das Arbeiten am Berg, Sprintfähigkeit, Ausbau der VO2 Max ist da natürlich begrenzt, weil es in erster Linie darum geht, nach der Verletzung den Bewegungsapparat wieder zu festigen, Sehnen und Gelenke zu stärken, sodass dann ja der Athlet in seiner vollständigen Ausübung auch seines Trainings da ja alles auch nutzen kann, was ihm da zur Verfügung steht. Ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Ganz, ganz wichtig noch zum Abschluss jetzt des Videos. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Was bei Athlet A funktioniert, funktioniert bei Athlet B vielleicht gar nicht. Wichtig auch hier immer in Absprache mit dem Coach, in Absprache natürlich auch mit den Ärzten, den optimalen Weg suchen und auch da schon einen gewissen Weg auch für sich selbst aufzeichnen. Das hilft auch bei der, ich sag mal, emotionalen Verarbeitung. Man bereitet sich auf Rennen vor, man bereitet sich auf die Saison vor. Und wenn dann ein Crash, ein Unfall, eine Erkältung dazwischen kommt, wirft einen das vor allem emotional immer sehr, sehr stark zurück. Was dabei hilft, einen kleinen Zeitrahmen aufzustellen, was man so plant. Das darf man auch nicht zu engstirnig sehen, weil es kann auch immer mal da wieder was dazwischen kommen. Aber dass man zumindest eine Route hat, an der man sich entlanghangeln kann und sagen kann, okay, das ist jetzt mein Weg, bis ich wieder da bin, wo ich vielleicht vor dem Crash war, wo ich vor meiner Erkältung war, um dann ja dementsprechend weiter aufbauen zu können. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das auf jeden Fall nach. Und ich freue mich auf weitere spannende Videos mit euch. Wenn ihr auch große Trainingsziele habt, sei es im Triathlon oder im Radsport, würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich kann euch da im Coaching sicherlich weiterhelfen und euch ja den richtigen Weg aufzeigen. Und dann können wir die nächsten Ziele gemeinsam angreifen. Bis dahin, vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, macht's gut, euer Coach Kenny. Ciao.